Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in eine wundervolle Box und zwar in Look Fantastic The Box. Das ist die Look Fantastic Beauty Box. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Look Fantastic Beauty Box erscheint monatlich, kostet 17 Euro oder ab 17 Euro, je nachdem welche Aboform man so wählt. Sie enthält 6 Beauty-Produkte, die meistens etwas kleiner sind, weil sie etwas hochpreisiger sind. Wir haben ja aber auch krasse Marken manchmal drin. Und ja, das ist jetzt die März-Variante. Das ist die Box, die ich in PR zugeschickt bekommen habe. Das ist die Box, die ich im regulären Abo habe. Und diese grüne Box verlose ich an einen von euch. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Ihr könnt auf die Box oder auf das Abo mit Claudi Welt, das ist mein Code, auch immer schön was sparen. Ich meine, das müssten 20% sein. Und ihr könnt auch auf so gut wie alles, was dort im Online-Shop ist, auch mit meinem Code sparen. Da kriegt ihr meistens auch den maximalen Rabatt. Und ja, dazu gerne in der Infobox vorbeischauen. Da setze ich euch alles zu rein. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was wir im März erwarten dürfen. Der Frühling kommt, die Sonne kommt raus. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir hier auch einen Lichtschutzfaktor oder sowas drin. Mal schauen. Und der Umkarton ist auch schon tatsächlich die Box. Und hier ist auch nochmal der QR-Code zum Scannen, sodass man da nochmal so ein bisschen das Motto lesen kann. Und auch, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben und die Produkte entdecken kann. Und ja, dann haben wir hier das Grubbelpapier und das war ein Reim. Und dann haben wir hier den ersten Blick in die Box hinein. Und dann schauen wir mal, was wir hier so drin finden. Als erstes ein Nagellack, das finde ich cool. Ja gut, vielleicht so im Hinblick darauf, dass die Leute jetzt auch ein bisschen mehr, ja jetzt noch nicht, jetzt sind 7 Grad draußen, ne? Aber 6 Grad, dass man jetzt vielleicht auch irgendwie demnächst mal offene Schuhe trägt, dass auch ja, man halt schöne Nägel hat oder Fingernägel natürlich auch. Von Nail HQ, Your Nail Specialist, ich kenne die Marke nicht, Crimson Nail Lacquer, das dürfte eine Originalgröße sein. Das ist so ein schönes Rot, aber ich weiß jetzt nicht, wie die Farbbezeichnung heißt. Es steht jetzt so nicht drauf, aber das ist so ein wunderschönes Dunkelrot. Finde ich hübsch, auf jeden Fall, ne? Also auch sehr, ja, also gefällig, würde ich es einfach mal so nennen. Denn nicht jeder steht auf kunterbunt. Und ich weiß jetzt nicht, ob jeder auch diese Farbe drin hat. Schreibt es gerne, falls ihr die Box auch im Abo habt, welche Farbe ihr als Nagellack in der Box drin hattet. Genau. Was ist das denn? Wir haben hier was von Anastasia Beverly Hills drin. Das finde ich hier sehr geil. Brow Genius Brow Serum mit 2 Millilitern. Krass, das ist bestimmt teuer. Okay. Mit Rizinusöl. Okay, das ist dann wahrscheinlich nicht mit Hormonen oder so. Das heißt, das hier wird dann eher dafür da sein, dass deine Härchen gepflegt werden und nicht abbrechen. So schaut das aus. Ich verwende ja aktuell auf den Augenbrauen das Lash Lim von Özlem, genau. Und auf meinen Wimpern Grande Lash, selbstverständlich. Wie schön siehst du aus. Guck mal hier mit diesem Riffel hier oben, ne? Wow. Also Augenbrauenseren oder Wimpernseren oder Seren generell sind immer sehr, sehr teuer. Feiere ich ja. Und Look Fantastic hat es ja auch einfach mal gemacht, dass die in den Adventskalender sogar das Lash, Grande Lash drin hatten. Ja, das ist definitiv auf Ölbasis. Und wird dann eher zur Pflege dienen. Ne? Also, dass man sich das dann mit diesem dicken Pinselchen, na, der Fokus will gerade noch nicht, genau, auf die Augenbrauen drauf macht abends und die Haare so vor Haarbruch geschützt werden. Ne? Sehr cool. Ne? Finde ich echt großartig. Also, sag ich ja, wir haben krasse Marken hier teilweise drin. Dann habe ich hier was von Miu am Start. Sleeping Smoothie Overnight Serum. Oh, mit AHA, ein Body Serum. Interessant, 30 Milliliter. Gut, es wird nicht lange dauern, bis dieses Produkt dann aufgebraucht ist, weil 30 Milliliter auf dem Körper ist halt recht schnell weg, ne? Und, nee, finde ich aber schön. Man sollte halt bei diesen ganzen AHA, BHA, bei den chemischen Peelings immer ein ganz kleines bisschen aufpassen, wenn die Sonne zu sehr rauskommt, dass man halt erstmal das nur abends verwendet, aber steht ja Overnight auch drauf, und dass man am nächsten Tag schön Lichtschutzfaktor trägt. Jetzt geht es ja noch, jetzt zeigen wir noch nicht so viel Haut, dann kann man sich das auch gut drauf machen, aber so im Gesicht vielleicht ein bisschen drauf achten, ne? Nee, finde ich schön. Also, finde ich auch sehr interessant. AHA gibt ja auch Glow, ne? Und es ist ja ein leichtes chemisches Peeling.
Müssen wir mal gucken, wie das dann so funktioniert. Ah, guck mal, und hier steht, dass man dann morgens duschen sollte, um das dann wahrscheinlich auch runterzunehmen. Ich bin ja Abendduscher, das heißt, für mich ist es dann wahrscheinlich nicht ganz so gut geeignet. Schauen wir mal weiter, ich habe hier Scrunchies drin von Brushworks. Das ist eine Marke, die wir auch recht häufig in den Beautyboxen so finden oder in der Look Fantastic The Box als Tool-Marke. Das ist relativ erschwinglich, also das ist keine teure Marke, hat aber eine gute Qualität. Ich persönlich empfehle euch ja immer wieder auch die Wimpernzange davon, ne? Und ja, hier haben wir zwei Scrunchies, einmal so ein champagnerfarbenes und ein braunes. Finde ich auf jeden Fall hübsch. Ich habe jetzt mittlerweile genug Scrunchies, aber ansonsten würde ich das gerne behalten. Also hätte ich das sonst auch behalten, weil ich das auch echt nice finde und ich trage auch viele Scrunchies mittlerweile. Dann habe ich hier noch ein kleines Produkt von First Aid Beauty, Fab. Anti-Chafe Stick mit Shea Butter und Collodial Oatmeal. Safe for Sensitive Skin. 9,9 Gramm. Wo mache ich das denn hin? Ist das so ein Anti... wie nennt sich das? Anti-Reibungs-Stick, den man sich dann zum Beispiel zwischen die Oberschenkel macht oder in der Schwangerschaft hatte ich das tatsächlich auch, dass ich das so unter die Brüste gemacht hatte und so, ne? Ich denke schon. Das ist interessant. Do not use on broken skin. Ja, das macht ja auf jeden Fall Sinn. Das waren drei. Cool, ne? Echt cool. Okay, so, wir haben jetzt was für den Körper, wir haben was für dekorative Kosmetik, wir haben was für die Haare und für den nochmal für den Körper. Und jetzt habe ich hier die fürs Gesicht Gatineau Hydra Aura Water Cream. Jo, das ist eine Gesichtscreme oder ein gesichtshydratisierendes irgendwas mit Vitamin E und Seaweed. Das dürfte Seetang sein. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Ja, und im Hinblick auf den Frühling kommt es auf jeden Fall ganz gut, wenn man eine gepflegte Haut hat. Das ist auch eine gute große Größe, ne? Ja, kann man sich auf jeden Fall anschauen und Gesichtspflegeprodukt hier drin darf auch auf jeden Fall nicht fehlen, finde ich persönlich. Ja, was eine Box, Leute, oder? Also bin tatsächlich sehr geflasht von diesem Anastasia Beverly Hills Produkt, weil allein das wird ja schon Wert von, keine Ahnung, 50, 60 Euro oder so haben. Krasser Wert in der Box. Ihr Lieben, schreibt mir mal gerne, wie ihr diese Box so fandet in die Kommentare. Da können wir uns super gerne austauschen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, euch die Box auch mal anzuschauen oder nicht nur anzuschauen, dann seid ihr hier im Video ganz richtig. Aber wenn ihr euch die live anschauen möchtet und die Produkte testen wollt, also die Box abonnieren möchtet, habe ich euch in die Infobox auch den Link dazu reingesetzt und auch nochmal meinen Code CLAUDIWELT. Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Ich bin geflasht. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.